Ich sehe hier keine Markierung. Royal Blue. Wow. Wir müssen hier ganz dringend drüber wischen. Nicht die Farben, die das Wasser aufgenommen. Hallo ihr Lieben. Hallo. Herzlich willkommen zu DIY Inspiration und herzlich willkommen zu einem XXL Batik Video. Wir freuen uns schon total. Wir haben ein riesengroßes Batik Set und da sind 18 Farben dabei. Wir haben ja schon ein bisschen Batik gemacht in letzter Zeit, aber nicht mit so vielen Farben. Das wird so schön. Richtig, das wird sehr, sehr cool. Hoffen wir auf jeden Fall. Und wir haben verschiedene weiße Sachen, die wir färben möchten. Genau, wir haben ein T-Shirt, eine Kissenhülle. Wenn die super hübsch spielen, kommt ihr auch ins DIY Studio. Ja. Und wir haben 6 Socken, 3 Paare. Genau, ich glaube immer 2 passende machen wir, ne? Ja, das sonst wird's... Ich habe das auch schon häufiger gesehen, diese Batik-Socken. Das wird bestimmt richtig cool. Ich hole die schon mal raus. Ja. Hier sind sie. Sind so Sportsocken. Sind so halt, Sportsocken, ne? Aber das könnte echt cool aussehen. Ach, das wird alles einfach cool. Und wie genau, da seid ihr auf jeden Fall mit dabei, ja, ne? Wir müssen es jetzt noch rausfinden. Wir machen erstmal ein kleines Unboxing. Okay, hier ist erstmal was Weißes dabei. Ja, sind irgendwie mehrere Folien oder so, glaube ich, ne? Okay. Achso, das kann man wahrscheinlich hier so drunter legen. Damit okay, das ist wahrscheinlich tatsächlich aus einer Tischdecke. Plastikbeutel sind auch noch mit dabei. Das kenne ich tatsächlich, dass man die gebatikten Sachen in so Plastikbeuteln ziehen lässt. Ah ja, ja, okay. Hey! Das ist eine riesen Planer, die können wir erstmal irgendwo ausbreiten, damit wir nicht alles farbig machen. Ja. Ich glaube, die legen wir hier gleich erstmal unter die Küchendings drauf. Ja, kann sie erstmal kurz hier an die Seite legen. Dann gucken wir schon, was dabei ist. Oh, das sind die kleinen Flaschen. Ah, und hier sind kleine Tüten. Hier ist auch eine Anleitung. Genau, die Anleitung. Da stand, glaube ich, irgendwie, dass man die Farben innerhalb von 45 Minuten aufbrauchen soll. Ja. Ne? Das heißt, man macht das in die Flaschen und dann verbraucht man das. Ja. Wir müssen uns also vorher entscheiden, welche Farben wir haben wollen. Okay. Handschuh tragen ist wichtig. Habe ich ja schon. Also es wird bis zur Markierung Wasser eingegeben. Ich sehe hier keine Markierung. Freunde, hier ist keine Markierung. Die werden wir wahrscheinlich aber noch irgendwo finden, oder? Ja, die werden wir finden. Dann macht man den Deckel drauf. Kann ja schon mal sagen, was es für Farben gibt. Braun, lila, grün. Guck mal, hier sind sogar Handschuhe dabei. Ah, okay. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Sehr gut organisiert, sehr gutes, ne? Set. Hier sind auch noch kleine Trichter dabei. Ja. Und die Farbe sind auch total süß, ne? Ja, es ist alles richtig niedlich. Rot haben wir hier noch. Rosa. Wasser, Blau, Rosé, was ist das für eine Farbe? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich suche das dann mal. Dann haben wir noch Rot, Sky Blue. Gold, Orange, Royal Blue, Royal Blue, Grasgrün, wir haben Gelb, tja. Dunkelgrün, nochmal ein Pink, das eben war so ein Rosé, glaube ich. Und das hier ist das, was du eben hattest, ja. Ein Grünton. Okay. Und wir haben Schwarz. Ich stelle mir jetzt hier Batik mit Schwarz und Braun. Also ich sehe da uns eher so bei den ganz bunten Farben. Ich sehe uns bei solchen Sachen hier. Ja, genau, da sehe ich uns auch. Also richtig knallig. Das ganze Set übrigens komplett auf Englisch. Deswegen, ich würde sagen, wir lesen uns mal so ein bisschen kurz ein und dann schauen wir mal. Dann geht es aber auch ganz schnell los. Also, dann geht's ganz schnell los. Ich kann nicht mehr abwarten. Dann mischen wir erstmal die Farben und dann geht's direkt los. Und Kathi, funktioniert gut? Ja, hoffentlich doch. Oh, wow, voll die schöne Farbe, ne? Ja, das ist sehr krass. Die Markierung haben wir ja immer noch nicht gefunden. Ich mache jetzt einfach mal bis da so Wasser, ja, ne? So, Deckel drauf und dann gut schütteln. Das ist richtig schön. Was auch dabei stand, wenn hier so Staub entsteht, den müssen wir gleich alles noch wegmachen. Weil den sieht man jetzt nur so ganz leicht, aber wenn da Wasser drauf kommt, dann hat man ist da direkt ein farbiger Fleck, ne? Mhm. Und das möchten wir ja nicht. Flaschen sind mega cool. Ja, finde ich auch. Kann man natürlich auch immer wieder verwenden. Ja. Weil natürlich die Farbe dann weg ist, ne? Das löst sich auch gut. Das klebt nicht unten dran oder so. Also bisher finde ich das jetzt sehr ansprechend. Ah, das muss man. Hier ist sogar so ein Einschnitt drin. So. Ich wollte gerade sagen, das ist schon so vormarkiert, dass man es einschneidet. Achso, hab ich gar nicht gefunden. Nee, ich habe es versucht damit abzureißen, hat nicht geklappt und dann ist es. Ich finde voll witzig. Dieses hier so, sieht so grau aus, soll aber jetzt pink werden. Und es wird auch pink. Wir haben übrigens jetzt nicht alle Farben genommen, sondern haben uns für ein paar viele entschieden. Ich habe gerade das Yellow in Gold gekippt, aber das wird schon gehen. Also ich glaube, man kriegt es raus, was es ist. Lila ist auch sehr schön, sehr kräftig. Ich habe hier Misty Rosé.
Sieht auch nicht so rosé aus, nee, sondern auch irgendwie hellgrau, beige irgendwie. Sieht aus wie ein bisschen heller Sand. Aber gut, dass wir die Unterlage hier unter haben. Ja. Sonst wäre gleich hier die ganze Küche. Die ganze Küche bunt. Bunt. Obwohl das auch schön wäre. Das ist ganz schön dunkel. Weil vielleicht stelle ich mir unter Misty Rosé auch was Falsches vor. Ich finde auch gut, dass es beschriftet ist, weil so ganz kann man die Farben auch nicht auseinanderhalten, finde ich. So klar, so ein bisschen. Besonders bei 18 Farben ist das ganz schön viel. Ich habe hier gerade noch dieses besondere Grün. Das Chartöse Grün. Chartöse Grün. Habe ich aber echt noch nie gehört. Nee. Oh, das ist Froschgrün, glaube ich. Guck mal. Oh ja. Das ist sehr grün. Ich glaube, wir legen gleich einfach die nächste Folie hier einfach drüber. Dann brauchen wir das Pulver nicht wegmachen. Oder wir machen einfach, einfach immer noch eine Folie drüber. Einfach noch eine Folie drüber. So, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Farben. 9, kommt. Weil ich habe gerade hier schon so ein bisschen, ja, bisschen Wasser drauf. Boah, guck mal. Wow. Wir müssen hier ganz dringend drüber wischen. Ich habe die ganze Zeit richtig Angst um unsere weißen T-Shirts, Eva. Ja, wir sollten uns was überziehen. So, wir müssen jetzt erstmal unsere Produkte alle nass machen. Genau. Die müssen schön feucht sein. Genau, die müssen feucht sein, damit die Farbe halt richtig aufgenommen werden kann und nicht abperlt. Und ja, das ist erstmal der erste Schritt. Einfach alles nehmen und einmal nass machen. Wir werden verschiedene Techniken heute ausprobieren. Wollen wir hier das mit diesem Swirl machen? Ja, hier kommt das T-Shirt. Wir legen es mal flach hin. Ich glaube, man legt es hin, sucht sich die Mitte aus und dann dreht man es einfach so. Drehen. Wir müssen gucken, dass wir die Folie nicht mit eindrehen. So, genau, dann halte ich es mal so fest. Und ich komme mit dem ersten Gummiband. Wir haben eine richtig... Wollen wir das ein bisschen fester machen, das Gummiband, oder nur so einmal drum? Zweimal drum ist auch gut. Gut. Ich nehme das nächste Gummiband direkt doppelt. Ja. Perfekt, da ist es. Und dann würde ich tatsächlich noch zwei drum machen, dass wir so beachten. Guck mal, hier ist es sogar so ein bisschen... da müsste, glaube ich, das nochmal drunter das her. Ist oder drun, so. Das ist da nicht drunter. Da ist es rausgerutscht. Und irgendwie hatten wir, glaube ich, schon ein bisschen Farben an unseren Händen, aber das macht ja nichts. Und das vierte Gummiband. So. So, und wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 8 kleine Bereiche, die wir verschieden einfärben können. Ne? So. Wollen wir da einmal den Regenbogen vielleicht machen? Ja, dann brauchen wir noch zwei zusätzliche Farben. Ja, wir können ja so Farbnuancen machen. Ja, also wir haben auf jeden Fall Rot. Rot, nee, es ist Rosé-Rot. Rot haben wir hier. Rosé-Rot. Wir können ja Rot und Pink. Das Rot sind und mal Pink, dann haben wir noch eine wir mehr. Wir stellen das mal auf. Also Rot, und wir Pink. Haben zwei, wir haben Rot, zwei Pink. Lila-Töne. Rot, Pink, Orange, Gelb, Grün, Blau, Blau, Lila und dann haben wir hier noch das Mint. Ich würde das Rosé allerdings mal außen packen. So. Ja, genau, so. Dann passt das. Genau. Okay, ich fange mit Rose, Misty Rose an und packe das hier einmal drauf. Das sieht auf dem Stoff schon wieder ganz anders aus, ne? Ja. Stand auch dabei nicht zu viel, nicht übertreiben. Okay, dann ist daneben jetzt hier dieses Pink-Rosa, ne? Rosé-Red. Ja. Wollen wir es gleich von der anderen Seite eigentlich auch noch machen? Ja, wir müssen es gleich, genau, wir müssen es einmal drehen und dann von der anderen Seite. Ich arbeite schon mal mit Purple hier weiter. Mhm. Ich arbeite dann mal mit Red weiter. Sehr, sehr cool sieht das aus. Das wird jetzt schon richtig. Verläuft auch jetzt schon so ein bisschen, ne? Ja. Ich mache hier tatsächlich nochmal von dem ersten. Oh, ich glaube, das Orange kriegt ihr aufgelöst. Da sind so kleine Stückchen irgendwie rausgekommen. Hier kommt Blau. Boah, das Blau ist mega schön. Ich mache mit Gelb weiter. Boah, wie schön das jetzt schon aussieht, ne? Ja, und Grün. Können wir es einmal dann umdrehen und dann. Oh, hier steht noch richtig Farbe drauf. Dann müssen wir einmal auf jeden Fall Küchenrolle drunter. Sieht auf jeden Fall schon so cool aus. Und die Farben sind auch schon größtenteils bis hinten durchgezogen. Aber ich würde sagen, dass wir noch mal so ein bisschen, dass es dann auch wirklich von beiden Seiten schön bunt ist, ne? Oh, oh. Nee. Da läuft schon die ganze Farbe raus, ne? Ich leg's hin. Wir müssen es in Folie einwickeln, genau. Stimmt dabei? Die sind hier. Die sind da? Genau, dann ein bisschen wirken und dann können wir es gleich irgendwann wieder rausnehmen, auseinander machen und dann trocknen lassen, ne? Ja. Es geht mit den Socken weiter, ne? Sockenparty. Jede von uns hat jetzt so ein paar Socken und wir wollen hier wieder verschiedene Techniken ausprobieren. Ich werde das Ganze jetzt gerade falten und du knüttelst es Ich knüttel das einfach zusammen und mache dann die Bänder drum. Ich mache eben hier so eine kleine Falttechnik, wie so eine Ziehharmonika. Ich bin sehr gespannt, wie die Socken so die Farbe annehmen. Ja, ich auch. Aber ich glaube, die Socken sind halt vom Material super. Ja. Man hat das auch schon gemerkt, als ich es nass gemacht habe, wie gut die Farben annehmen. Richtig gut weggesaugt, ne? Ja.
nicht die Farben, die das Wasser aufgenommen. Eva hat sich einfach einen Ball gebastelt. Eva hat sich einen Ball gebastelt. Du wirfst mich doch nicht. Ich werfe mit nassen Socken Bällen um mich. So. Oh, ich habe eine Idee für die dritten Socken. Wir könnten die in die so glatt hinlegen. Dann könnten wir das so ineinander laufen lassen. Ja. Weil wir binden es so ab in verschiedene Ebenen. Okay, ich habe meine beiden Bälle. Und die kommen jetzt einmal hier hin. Dann schnappe ich mir verschiedene Farben. Und lasse die so da drauf träufeln. Ich mag das Blau so gerne. Und ja. Die Socken kann man auch super gut nehmen, um die Platte zu reinigen. Um die Arbeitsfläche zu reinigen. So, zweite Socke, Blau drauf. Alles, was daneben spritzt, sammle ich damit einfach noch ein. Kathi, halt deine Socken fern von meinen. Das wird ein Spritzkonzert hier mit denen. Sehr, sehr cool, Eva. Die Farbe ist gut. Nimmst du mehrere Farben oder nur? Ja, ich wollte eigentlich mehrere nehmen. Was habe ich denn hier noch? Ich habe hier noch Misty Rose. Das ist tatsächlich so ein helles Lila, ne? Das nehme ich noch. Ich glaube, ich nehme die verschiedenen Pinktöne. Auch eine gute Wahl. Genau, ich habe es jetzt einfach so, so gefaltet und habe dadurch jetzt so vier Bereiche. Vielleicht mache ich die so abwechselnd. Also, dass ich Pink, ja. Pink und dann... Bei dem Rosé-Red war ich mir gar nicht genau sicher, was das überhaupt wird. Ich finde auch hier bei diesem Pinkton ist es so, erst wirkt es so ein bisschen rot. Ja. Und nach ein paar Sekunden wirkt es auf einmal richtig pink. Das ist rot. Ist das nicht lila? Ah ne, das ist lila, ne? Das ist lila. Und dann mache ich rot dazu. Hier? Es gibt ja verschiedene Batik-Techniken oder Färbetechniken. Man kann das natürlich auf dem Herd mit heißem Wasser machen oder so. Ja, stimmt. Aber ich finde, das hier ist eine sehr simple Technik. Ja, das ist einfach viel einfacher mit denen. So sieht es bei mir jetzt übrigens aus. Guck mal. Können die auch irgendwo... Ach, da haben wir noch eine Tüte, ne? Da, wir haben da noch eine Tüte und ich habe hier noch andere Frischhaltebeutel. Okay. Die dürfen sich nicht berühren, damit wir uns nicht gegenseitig färben, ne? Mhm. Da stand noch extra dabei, nicht das Material, das gefärbte Material auf anderen gefärbten Material lagern. So, hier haben wir jetzt noch die anderen beiden Socken. Sollen wir das einfach so da drauf träufeln? Ja, aber ich mache jetzt einfach nochmal meine Hände sauber. Ja, ich habe meine ja schon. Wir tropfen einfach ein bisschen rum, ne? Ein bisschen blau. Noch sieht es ein bisschen ekelhaft aus, einfach so rot-pink getropfen, aber es wird noch schöner. Hey, so, das war dein Handschuh. Nicht mich antropfen. Wollen wir es einmal umdrehen? Einmal drehen. Ich finde, das sieht schon richtig professionell aus, oder? So voll, ja, ist so, einfach so voll getropft und dann so, ja, professionell. Das ist richtig professionelle Tropftraining. Ihr könnt aber doch, dass das so eine Fashion-Kollektion ist, wo einfach so... Vielleicht bringen wir ja noch unsere eigene Fashion-Kollektion raus. Mhm. Dann eine weitere Tüte für die Socken. Ich halte sie noch mal einmal hoch. Ja, komm. Auf einer Seite ist noch lila dabei, auf der anderen Seite nicht, ne? Rein damit. Jetzt haben wir nur noch die Kissenhülle, Jetzt haben wir nur noch die Kissenhülle. Die sind richtig cool. Und dafür hatten wir uns überlegt, wir machen das mit einer Eistechnik. Wir haben hier noch Eis. Eiswürfel. Eiswürfel, genau. Die sind ein bisschen zusammengeklebt. Zusammengeklebt, zusammengefroren. Schade, dass ihr es nicht seht. Eva zertritt gerade die Eiswürfel. Seid froh, dass ihr es nicht seht. Und dann kommt das Tüchlein, die Kissenhülle hier so rein. Möglichst viel Oberfläche. Dann kommt das Eis da drauf. Ja. Und dann tropft man die Farbe auf die Eiswürfel. Die Eiswürfel schmelzen und verteilen die Farbe. Ja. Welche Farben nehmen wir jetzt? Wollen wir uns da mal irgendwie ein bisschen, vielleicht so entweder so Sonnenuntergang oder irgendwie die verschiedenen rosa? Ich glaube, ich würde die verschiedenen rosa-rot-Töne und dann können wir das gut ins DIY-Studio packen. Ja, perfekt. Ich habe hier auf jeden Fall pink. Ich habe hier auch pink. Nee, ich habe rosé-red hier. Ich habe pink. Okay, einfach lostropfen. Mhm. Genau, du hast jetzt eher da pink gemacht und hier und dann machen wir in der Mitte noch das andere pink. Ja. Nicht zu, also dass so ein Farbübergang vielleicht wird, ne? Es sieht sehr, sehr cool aus. Sehr gut aus. So, wir müssen das jetzt einweichen lassen. Laut Anleitung dauert das so 6 bis 8 Stunden und dann werden wir es aufmachen. So, ihr Lieben, es ist ein Tag vergangen. Wir haben die Farben insgesamt 7 Stunden einwirken lassen. Genau. Ne? Dann haben wir es ausgespült und das Ausspülen ging wirklich super, super schnell. Wir hatten ja schon öfter so Batik gemacht, wo es dann wirklich minutenlang gedauert hat, dass Farbe rauslief und man musste immer noch mal nachspülen und noch mal und noch mal und es kam immer noch Farbe. Es ging so, so schnell diesmal.
richtig cool. Die Ergebnisse sind so cool. Und es leuchtet einfach so krass. Soll ich es noch ein bisschen, kurz einmal ein bisschen näher. Erstmal hat es sehr, sehr gut funktioniert mit unserem Squeal. Ich drehe es auch nochmal um, hinten sieht man den, glaube ich, noch besser. Mhm. Das sind so richtige Regenbogenfarben. Ja, ein richtig schönes Muster. Also das Gelb läuft halt hier auch in der Schnecke bis vorne rein. Das Grün kann man auch richtig schön verfolgen. Genau, es ist nicht verlaufen, das ist halt auch ganz wichtig. Es sieht einfach so wie gekauft aus, finde ich. Ja, also so cool. Und wir können dazu auch sagen, es kamen auch schon einige Interessen von unseren Freunden, die es schon gesehen haben. Alle wollen dieses Shirt haben. Ja. Hättet ihr das auch gerne? Mal gucken, wer es bekommt. Wir haben nämlich auch noch einige andere Sachen zu zeigen. Ich glaube, das waren die, die wo wir bunt einfach Farben drauf gekippt haben. Das war unsere Mixed-Socken. Ich finde, die sind auch sehr, sehr schön geworden. Richtig cool. Einfach so komplett durcheinander bunt, ne? Aber man hat hier trotzdem noch, das finde ich halt so interessant, auch beim Auswaschen, die Farben sind halt nicht ausgelaufen, sondern das Weiß ist tatsächlich weiß geblieben. Ja, das waren, glaube ich, deine, Das sind meine. Und das waren meine. Ich hatte das ja so gefaltet und dann so in Streifen draufgekippt und so sieht man es auch dann. Es sind richtig so pink-rote Streifen drauf. Und wie hat das Ich habe den Knüdeleffekt gemacht und habe das dann mit den Gummis zusammengebunden. Und der Teil, der wirklich innen lag, ist auch weiß geblieben. Ja. Also ich habe hier so weißere Stellen dran. Und dann eben das Lila, das Pink und das Grün. Die finde ich auch so cool. Welche sind denn deine Favoriten bei den Socken? Ich glaube die komplett bunten. Die sind so lustig. Ich finde, mir gefallen die komplett bunten nicht so gut. Also mir gefallen die super gut, aber mir gefallen diese mit diesen Effekten besser. Ja. Also diese beiden sind meine Favoriten. Und dann haben wir ja noch den Eiseffekt gemacht, wo wir das über das Eis gekippt haben und schmelzen lassen haben. Das ist sehr pastellig geworden. Ja, also ich muss auch sagen, das zum Beispiel gefällt mir viel besser als das hier. Mhm. Also ich finde, es wird nicht mehr so ganz klar, dass wir da verschiedene Farben drauf gekippt haben. Ja, es ist so ein bisschen zerlaufen ineinander. Es ist durch das Eis, durch das Wasser natürlich viel verdünnt worden. Das ist ja dieser Effekt, dass es halt auch so verwaschen aussieht. Ja. Das finde ich auch schön. Aber vielleicht hätte man da doch noch andere, unterschiedliche Farben nehmen müssen. Vielleicht, wenn wir das mehr auffällt, Blau noch dazu genommen hätten oder so, dann wäre es halt noch ein bisschen aber intensiver. Aber trotzdem eigentlich eine ganz coole neue Deko, ne? Also ist schön. Also es ist Meckern auf hohem Niveau. Wir haben ja hier, die anderen Sachen sind halt alle mega leuchtend, mega krass. Genau, da ist es ja, dagegen ist es blass, aber ich glaube im Gegensatz zu irgendwas anderem, wenn man es zum Beispiel hier mit unserem rosa Sessel sieht, dagegen ist es halt total strahlend leuchtend. Ne? Es sind richtig schöne Farben. Hier am Rand ist auch noch so ein bisschen orange. Ja. Das Lila kommt hier an einigen Stellen auch noch richtig schön raus. Es hat auch total viel Spaß gemacht. Ja, und absolut. Wenn die Ergebnisse so toll sind, ich habe direkt Lust, noch ein paar Sachen zu machen. Wir haben ja noch Farben übrig. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar weitere Sachen färben. Mhm. Und vielleicht drehen wir auch das ein oder andere Video noch dazu, wenn ihr Lust habt. Es gibt noch so viele Effekte oder so viele Techniken, die man auch ausprobieren kann. Wir können natürlich auch mal 5 T-Shirts kaufen und dann 5 verschiedene Techniken ausprobieren und so. Wenn ihr sowas sehen wollt, könnt ihr gerne alles unten in die Kommentare schreiben. Auch wenn ihr Vorschläge habt, was wir vielleicht mal färben sollen. Vielleicht Bettwäsche oder Mäppchen oder Etuis. Es gibt so viele Sachen, die man halt machen kann. Gerne alles unten reinschreiben. Vorhänge. Für unser Studio oder so. wenn ihr da coole Ideen habt. Einen komplett weißen Rucksack holen. Oh. Wir haben schon ganz viele Ideen. Was wollt ihr noch sehen? Gerne unten reinschreiben. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonnieren, kleine Glocke aktivieren und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!